Der Start in die neue Woche dürfte für viele im Land ziemlich umständlich gewesen sein. Die Fahrerinnen und Fahrer der privaten Busunternehmen haben heute mit ihrem 5-tägigen Warnstreik begonnen. Guten Abend. Herzlich willkommen beim Schleswig-Holstein-Magazin. Lediglich die Städte Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster sind nicht betroffen, aber der Busverkehr auf dem Land vor allem. Was das für Schüler und Eltern bedeutet, dazu haben wir uns heute Morgen vor dem Schulzentrum Süd in Eckernförde umgehört. Kurz nach 7 Uhr Schulzentrum Süd Eckernförde. Die ersten Eltern bringen ihre Kinder, Elterntaxis, in Kolonne. Die meisten privaten Busunternehmen sind bis Freitag im Streik. Und das trifft vor allem die Kinder und Eltern der umliegenden Dörfer. Verständnis schon. Ich finde, die Intervalle sind ein bisschen zu kurz, weil man doch halt auch einfach überlegen muss, sind Verhandlungen da, sind keine Verhandlungen da, wie lange kann ich es ausweiten? Ich meine, wenn Sie jetzt sagen, schon wieder eine Woche, das ist schon hart, ne? Morgen muss ich um 7 auf der Arbeit sein, da kann ich meine Kinder nicht fahren und dementsprechend auch schwierig abholen. Mein Mann ist ganztagsberufstätig. Ist anspruchsvoll, ist maximal schwierig manchmal. Und wir kommen halt nicht aus Eckernförde, sodass man ja, die Kinder auch alleine zu Fuß schicken könnte oder so. Wir müssen uns dann organisieren. Und so rotten wir Eltern uns auf den Dörfern zusammen und gucken, dass ein Teil die Kinder hinfährt, die anderen die Kinder abholen, aber es ist eine Katastrophe. Und unterm Strich müssen wir auch sehen, wir bezahlen auch die Fahrkarten, da kriegen wir auch nichts von wieder. Ne? Verdi will den Beruf wieder attraktiver machen. Es gibt zu wenig Busfahrer, die Krankenstände sind hoch. Auch deshalb fordert die Gewerkschaft statt 39, 35 Arbeitsstunden die Woche. Wir wollen einfach Verbesserungen für die Busfahrerinnen und Busfahrer mit Arbeitszeitverkürzungen, Schichtzeitenverkürzungen erreichen. Das ist uns ganz, ganz wichtig, damit wir den ÖPNV auch erhalten können. Einige kleine Unternehmen beteiligen sich nicht am Streik. Diese Firma ist mit 5 Bussen im Linienverkehr, hat Verträge mit der Kommune, die das mitfinanziert. Die Verdi-Forderung mit der 35-Stunden-Woche ist für dieses Busunternehmen existenzbedrohend, sagt der Chef. Wir müssten dann ja zusätzlich auch noch jemanden einstellen, wenn alle nur noch 35 Stunden die Woche arbeiten müssten. Und dann würden wir für unseren Betrieb irgendwie bei 70.000 Euro rauskommen pro Jahr. Und das geht nicht. Also dann würde wahrscheinlich die Verkehrswende ohne uns stattfinden. Also die Aufträge sind von den Kommunen und von den Kreisen zu erteilen und diese müssen auch die Finanzmittel zur Verfügung stellen, das ist vollkommen klar. Es ist aber nicht unser Problem, wie die Unternehmer Verträge abschließen. Das sind ja alles intelligente Kaufleute und die wissen, was sie können und da müssen sie vernünftig verhandeln, genauso wie wir das jetzt mit ihnen machen. Der Vertrag mit der Kommune läuft allerdings noch 7 Jahre. Die Kosten müsste das Unternehmen so lange aus eigener Tasche zahlen. Ja, also wenn ich denn am Ende des Monats bleibt nichts über, beziehungsweise ich muss noch Geld mitbringen, das macht keinen Sinn. Da bleibt nichts anderes übrig, als dann die Säge zu streichen. Bis Freitag läuft der Warnstreik noch. Eine Geduldsprobe für die Eltern. Und die Tarifverhandlungen gehen dann am 5. März in die nächste Runde.